Endlich hat es geklappt. Die Soldaten der Legio 14 Gemina treffen sich mit ihrer römischen Partnerlegion, der Legio 13 aus Rom. Zwei Tage wird nun im Maxentius-Zirkus gefeiert. Und natürlich wird auch die ewige Stadt erkundet. Eine ereignisreiche Woche steht den Saarländern in Rom bevor. Die Legio 14 Gemina ist eine Reenactment-Gruppe aus Ottweiler. Sie stellt ein römisches Heer des Imperiums unter Kaiser Augustus dar, datiert auf das Jahr 8 nach Christus, ein Jahr vor der Varusschlacht. Milite! Es gibt dort alles. Es gibt da römische Kultur, wo das Auge hinreicht. Es gibt modernere Sachen. Das ist wirklich einzigartig. Man kennt viele schöne Orte, da ist Pompeji zum Beispiel, wo an jeder Ecke was zu entdecken gibt, und bei Rom ist es einfach noch mehr. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt eine Gräberstraße, es gibt die große Stadtmauer, es gibt noch den Hafen Ostia, der ist sehr interessant, und das will ich mir dann alles noch anschauen. Und ich stelle in der Legion 14 einen Reiter dar, Rufus. Es war ein spanischer Reiter, ist in die Legion eingetreten, und sein Grabstein wurde in Mainz genau zu unserer Darstellungszeit entdeckt. Mit Inschriften, so dass man von der Ausrüstung her und Taten genau verfolgen konnte. Deshalb hat sich das für mich super angeboten. Mein Name ist Peter Klein. Mein römischer Name ist Lucius Valerius Albinus und ich bin der Centurio. Der Centurio war etwa das, was man heute Hauptmann nennt, und hatte eine Centurie angeführt. Denn Centurie besteht ungefähr. Mein Name ist Andreas Bullerer, Quintus Maximus Pollo. Einen geschichtlichen Hintergrund hat dieser nicht, dieser Name. Oder auf Latein Titus Valerius Graecus. Gerufen werde ich nur mit Graecus und ich bin ein Optio. Der Optio in der Legion, der ist im Grunde die rechte Hand des Centurio. Also der sorgt dafür, dass der Drill eingehalten wird, dass die Soldaten spuren, wenn der Centurio einen Befehl ruft. Und dass hinten keiner wegrennt. Nach der Ankunft wird direkt ein Auftrag erfüllt, den die Männer von der Legio 14 aus Ottweiler mitbekommen haben. Bevor sie in die ewige Stadt eintauchen, geht es zu Valentino. Ihm sollen sie eine echte saarländische Spezialität überreichen. Tanti saluti, grazie mille, mille grazie. Salutiamo signor Luciano. Luciano. Den Leoner schickt Luciano aus Ottweiler, der Neffe von Valentino. Luciano bedankt sich auf seine Art und Weise. Hat alte Geschichte studiert und war schon unzählige Male in Rom. Die reine Fülle von Sehenswürdigkeiten. Man müsste 100-mal Rom besuchen, um nur einen kleinen Teil zu sehen und auch zu begreifen. Mich fasziniert an Rom das Zusammenspiel zwischen der Kultur, Geschichte und der heutigen Lebensart, wie die heutige Bevölkerung auch mit der Geschichte und der Kunst zu leben umgeht. Die Truppe ist von der Rom-Tour beeindruckt. Erdrückend, ergreifend, diese Kultur, diese alte Stadt, diese ewige Stadt, römische Kultur, Vorantike, Spätantike, gepaart mit diesem neuen katholischen Wahnsinn. Alle Stile sind dann vereint, einfach nur toll und Gänsehaut. Ein echtes barockes Meisterwerk, der Trevi-Brunnen, ein Touristenmagnet. Wer hier eine Münze über die Schulter wirft, soll nach der Legende wieder nach Rom zurückkehren. Und schon nach ein paar Stunden ist allen klar, es wird für sie nicht die letzte Reise in die italienische Hauptstadt sein. Ich bin Johannes Hubert, ich verkörper den Adlerträger der 14. Legion, Gaius Licinius Barbatus. Man muss verstehen, der Adlerträger ist eine sehr wichtige Funktion. Es gibt nur einen pro Legion, und wenn der Adler verloren geht, ist die Legion verloren. Außerdem ist er zuständig für die Kasse der Legion, und da er ein sehr wichtiges und ehrenvolles Amt. Allerdings hat er keine Kommandogewalt. Die Zeit der Bürgerkriege. Konstantin versuchte, den christlichen Glauben zu etablieren, Maxentius den römischen Göttervater Jupiter. Schwierige Zeiten, in denen sich dann Konstantin durchsetzen konnte. An diesem Wochenende wird die ewige Stadt gefeiert. Ich heiße Wladimir Hildermann aus Saarland. Ich bin Legionär von der 14. Legio. Mein römischer Name, Tiberius Scipio. Mein Name ist Thomas Eckle. Mein römischer Name
ist Lucius Aemilius Senecius. Die 14 ist eine fantastische Legion. Nur ihr Centurio ist ein bisschen, wie soll ich sagen, na, ihr versteht schon. Sagt der Centurio der 13. Legion, aber das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Alle freuen sich auf die nächsten zwei Tage des Events im Maxentius-Zirkus. Im Maxentius-Zirkus beginnt das Event mit einem alten Ritual. Es werden der römische Übergott Jupiter und der Kriegsgott Mars angerufen, wie früher, wenn sich die Männer auf dem Marsfeld trafen. Anfangs wurden noch Tiere geopfert. Nach einer Heeresreform wurde nur noch der Adler der Legion zu Ehren des Jupiters geweiht. Das war die sogenannte Lustratio. Mit ihr wurden die Waffen und die römischen Zeichen wie Standarten geweiht. Sie wurden damit vor der Schlacht nach der Feldzugssaison gereinigt. Die Feldzugssaison ging von März bis Oktober. Danach bezogen die Legionäre die Winterlager. Ein Schild ist nicht nur da, um sich selbst zu schützen, sondern natürlich auch den Nebenmann. Und das ist nur, wenn die Legionäre nebeneinander im Grunde Hand in Hand kämpfen, können sie den Kampf auch überleben, dann können sie ihren Vorteil ausspielen. Die alleine verloren. Also die meisten Feinde, also Germanen, Gallier oder so, die waren mit einem Speer bewaffnet. Und der Speer ist einfach länger als der Arm des Legionärs. Wenn man alleine ist, dann wird man schnell müde durch die Rüstung, durch den schweren Schild. Und dann ist man einfach unterlegen. Beim Treffen zur Natale di Roma geht es nicht nur um das Darstellen des römischen Lebens. Hier geht es auch um Freundschaft. Diese basiert auf der persönlichen Verbundenheit beider Centurios. Allora l'amicizia con la quattordicesima è un'amicizia molto stretta. Das Verhältnis mit der 14. Legion basiert auf einer sehr langen Freundschaft. Es ist wirklich so, dass ich mit Peter vielleicht nicht jede Woche, aber schon jeden Monat in Kontakt bin, um zu hören, wie es dem einen oder dem anderen geht. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die 14. hier nach Rom gekommen ist, um gemeinsam mit uns in Rom zu feiern. Dass sie sehr professionell auftreten und sehr genau in ihrer Darstellung sind, weiß ich auch schon lange. Caesar während den Bürgerkriegen gegen Pompeius folgte. Und es war die Legion, die den Rubikon passierte. Und an diesem Morgen des 9. Januar kam es zu dem berühmten Satz Alea Iacta Est. Das Datum ist belegt. Alea Iacta Est, cioè il dato è tratto. Alea Iacta Est, die Würfel sind gefallen. Mit diesem Satz wird bis heute eine unwiderrufliche Handlung bezeichnet. Denn mit der Überquerung des Flusses Rubicon war die 13. Legion in Rom eingedrungen, wo Waffen und Militär verboten waren. Die Legion ist dorthin gerufen worden. Sie soll bei einem Ritual helfen. Es geht um den Mithraskult. Dieser wurde von römischen Legionären aus dem Orient nach Rom gebracht. Viel weiß man über den Kult nicht, denn die Zeremonien fanden nicht öffentlich statt. Das Ritual wird heute Benedetto, der Optio der Legion 13, erleben. Er hat keine Ahnung, was ihm bevorsteht. So muss es sich auch damals angefühlt haben. Das hier ist eines der besten Beispiele für eine Mithras-Zeremonie. Der Stier wird geopfert und damit dem Universum Leben geschenkt. Das Blut wird vom Skorpion geleckt, der die Hoden des Stieres angreift. Wir sehen, dass der Wechsel von Tag und Nacht mit dem Kult zusammenhängt. Aggredisce le palle del toro. Vediamo ai lati tutta un'altra serie di simbologie che sanno riguardare appunto l'alternarsi del. Das Besondere dabei ist, dass diese Daten mit unseren christlichen Feiertagen übereinstimmen. Delle celebrazioni di questo culto, puta caso poi coincidono con le date delle festività cristiane che usiamo festeggiare anche ad oggi. Die Übernahme des Geburtstags von Mithras zum Beispiel am 25. Dezember wurde im Christentum dann zum Tag der Geburt Jesu. Es war sehr emotional, aber ich habe ihnen vertraut und ich habe Mithra vertraut. Es wird nur von den Gladiatoren gesprochen, aber in Wirklichkeit gab es in Rom gerade mal ein Amphitheater und das war das Kolosseum. Im Gegenteil gab es viele Zirkusse, viele Pferderennen. Wir haben den Maxentius-Zirkus, den Circus Maximus, den Circus von Nero, das Stadion von Diocleziano. Das bedeutet also, dass das Pferderennen der wichtigste Sport in Rom war. Der Maxentius-Zirkus war nicht nur eine einfache Rennstrecke. Er war quasi ein Vergnügungspark, in dem die Menschen den ganzen Tag verbrachten. Hier ist die erste Einkaufsmeile der Antike entstanden, die einem modernen Einkaufszentrum wohl in nichts nachgestanden hätte.
Es gab allein ca. 1000 Tavernen. Waren aus aller Welt wurden zum Verkauf angeboten. Die Organisation der Rennställe erinnert an den modernen Motorsport. Hier gab es beispielsweise eine Boxengasse. Es gab einen Tierarzt, einen Mannschaftsarzt und einen Mechaniker. Was eine Annäherung ist, sagen wir mal, vom Streitwagenrennen zur modernen Formel 1. Diese Hochkultur, eine Hafenstadt mit Zubringer zum Meer, Versorgung von Rom, Grabstätten, ein Riesentheater, also unglaublich schön. Und wie die Leute damals schon gelebt haben, eigentlich wie heute, mit Einkaufsmeile, mit Versorgung, Anbindung zum Meer. Ja, sensationell. Das ging halt nur viel mit körperlicher Kraft und natürlich auch mit Hilfsmitteln. Da wurde schon die Technik vorangetrieben mit Rädern, mit Kränen sehr wahrscheinlich. Und eine, vor allen Dingen eine gute Organisation. Also scheinbar ist hier auch die Wurzeln in der Antike des Beamtentums, des Organisierens. Das sieht man an allen Lebensmitteln. Die Legio 14 baut aber nicht nur Straßen. Auch den Scorpio haben sie selbst nachgebaut. 250 Arbeitsstunden hat die Legion in den Bau des Torsionsgeschützes investiert. Wir können damit die Pfeile über 400 Meter schießen. Das Geräusch, was man während des Ladens hört, war nur dazu da, um Angst einzuflößen. Das war der einzige Grund. Bei diesem Geräusch, wenn es gespannt wurde, wusste der Feind ganz genau, in 5 Sekunden werden Menschen sterben. Auf dem Schlachtfeld standen 50 der Geschütze nebeneinander und jagten dem Feind Angst und Schrecken ein. Heute geht es nur um den Spaß. Diese Gelegenheit echt selten haben. Wir haben hier viel freies Feld, wir haben die Möglichkeit, nach links und rechts abzusperren, dass keiner ins Schussfeld läuft. Und das ist das erste Mal, dass wir Kinder schießen lassen konnten. Und wir haben ja eine Reaktion gesehen, wie sehr die sich gefreut haben, da freuen wir uns auch. Ich denke, das hier ist die einfachste Art und Weise, wie man sich freuen kann. Es ist eine große Maschine, sie verschießt große Bolzen. Aber wenn das schon ausreicht, dann ist das doch toll. Militär! Nicht nur die Kinder waren begeistert. Es war für alle eine erfolgreiche Zeitreise. Wir haben uns geschworen, im nächsten April wiederzukommen. Ein Wunsch bleibt für die rombegeisterten Saarländer bisher aber noch offen. Ein Besuch der Legio 13 im kalten Germanien, in Mainzweiler bei Ottweiler. Roma Eterna.
guardate come mi le più che mina. Summus guardate come mi le più che mina. Per via esti